Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP. Heute geht's weiter mit dem 150er Hubraum. Diesmal wieder von neuen, also mit der Mario Strecke. Mal kurz leiser, genau. Diesmal habe ich ein anderes Kart. Okay, das ist schon deutlich schneller. Vielleicht sogar ein bisschen angenehmer. Na, ne, ja. Die Kurven sind ein bisschen schwieriger zu kriegen, denke ich. Es fühlt sich aber ungewohnt an. Das ist auf jeden Fall. Ja, toll, währenddessen er einen Schutz hat. Zack. Ja, jetzt hat er den Schutz immer noch. Habe ich jetzt leider übersehen. Man kann die Kurven nicht mehr ganz so einfach nehmen wie früher. Zack. Okay, es sind 6 Runden wie immer am Anfang. Diesmal habe ich es hingekommen. Auch die paar Münzen mitnehmen immer. Man sieht bestimmt auch, dass es deutlich schneller ist. Kann ich mir zumindest vorstellen. Die Kart, aber das Kart ist auf jeden Fall cool. Das erinnert mich an dieses Gold Standard Kart, das es ja jetzt immer gibt. Das goldene Kart gab es ja auch schon in Double Dash. Aber da musste man irgendwie alle 150er mit ersten Platz abschließen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe es direkt beim ersten Mal geschafft. Yes, Mario Beach. Genau die Strecke. Oh, ich bin wieder da, ich habe nur kurz die Tür zugemacht, irgendwie habe ich mich da unwohl gefühlt. Ist gerade der Ton weg? Jep, der Ton ist weg. Aber ich habe aus... Hä? Also ich habe den Ton nicht ausgemacht, aber er war auf einmal aus, keine Ahnung warum. Ja, wie er direkt da runter springt. Alles klar, was hat der? Hä? Was ist das bitte für ein Nachteil, wenn man davon einen Boost bekommt? Komische Seite. Zack. Ich denke, bei den späteren Strecken könnte das sogar ziemlich kompliziert werden. Ja, also, dass man viel schneller ist. Hier ist das eigentlich noch kein Problem, finde ich. 150 km/h, da unten sieht man es auch. Beim normalen ist man ja immer nur 100 gefahren. Ach, jetzt verstehe ich das, wie das gemeint ist mit dem... Also ich wusste, dass es für Hubraum steht, aber ich wusste nicht, dass 150er Hubraum bedeutet, man fährt 150 km/h. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Was ist das für ein Item? Ich verstehe dieses Item nicht. Zack. Ach, das ist ja schon die letzte Runde, sehe ich. Bam. Und damit wieder beim ersten Versuch. Nice. Wie er da richtig runterfällt. Ist es eigentlich ein kmh oder ein mph angegeben? Das gucke ich direkt mal nach. So, komm, Runde 3, genau. Zack. Oh, sieht ein bisschen anders aus, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man die am Abend gespielt hat. Aber vielleicht liege ich auch einfach falsch. Oh, das ist halt schon zu lange her.
frage mich, ob es noch einen 150er Special Cup gibt. Und ich frage mich auch, ob ich das gut finden soll, wenn es einen gibt. Was? Hä? Ja, er war zu weit weg, aber warum? Bringt das was? Ne. Ich hab Luigi getroffen. Getroffen. Wollte ich natürlich sagen. Wieder die Wolke. Aber ich habe mich schon dran gewöhnt, dass man viel schneller ist. Ach, km/h steht da unten. Zack. Okay, aber ich muss auch zugeben, dass die Strecken nicht schwierig sind. Ich meine, das ist so ein kleiner Rundkurs. Ich glaube, das findet keiner wirklich ansprechend, keine Ahnung wie ich. Also ansprechend nicht, ich weiß jetzt, fällt das Wort nicht ein. Ist aber auch egal, weil ich die Strecke, also die ganze gewonnen habe. Code Searcher. Atypische, die hatte ich auch noch nicht, oder? Die ist mir zumindest neu. Die gewinne ich jetzt erst, okay. Ja, okay. Jetzt bei Nacht. Ich habe außerdem zu früh gedrückt und dann habe ich kurz losgelassen und nochmal gedrückt und dann hat es trotzdem den Turbo-Start gemacht. Oder wie auch immer das heißt. Raketenstart. Müsste es, glaube ich, heißen. Okay, der hat schon so einen Panzer. Ist auf jeden Fall auch stark. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer die gleichen Items bekomme, oder? Also ich kann jetzt daneben liegen, aber es kommt mir so vor. Also für jeden Cup und jedes Rennen bekomme ich die gleichen Items. Meine ich damit. In den verschiedenen Klassen, also 150er, 100er war das ja anscheinend letztes Mal und dem Special Cup. Aber naja. Ah, noch eine Runde ist es. Ich habe das Gefühl, dass ich hier deutlich mehr Abstand gewinne als in den anderen. Also die anderen Male kommen jetzt nicht so vor, oder ist es wirklich so? Ah, das goldene Kart sieht schon echt cool aus. Zack. Und jetzt gibt es als letztes die Challenge. Oder? Die Challenge? Nö, die Challenge gibt es nicht mehr. Da muss ich jetzt speichern. Also was mit der Folge von Mario Kart Arcade, ich werde trotz keiner Challenge mehr beibehalten, dass ich ein Cup pro Dings fahre, pro Folge. Und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal beim DK Cup.